Es geschah einst vor fast 40 Jahren, mehr Details will ich euch hier ersparen, da zeugten Erich und Annie Seiler ein Kind. Die Vögel zwitscherten schon in den Wind, dieses Kind wird etwas ganz Besonderes sein. Und mit dieser Meinung stehe ich hier nicht allein, diese Vögel trugen der Wahrheit seine Kund. Denn zu jeder Woche, jeden Tag und Stund ist uns allen auf dieser großen Welt klar, dass schon seit dem allerersten Geburtsjahr, sie ist gegen Tristesse und Trübsinn der beste Heiler, unsere von allen geschätzte und geliebte Andrea Seiler. Es ranken sich viele Legenden und Mythen um diese Maid, vor allem um die ihre dubiose und mysteriöse Vergangenheit. Laut der Geburtsurkunde wurde Andrea in Zams geboren, doch in Landeck kamen mir andere Theorien zu Ohren. Sie ist nicht geboren, sondern emporgestiegen, wie Aphrodite vor den trojanischen Kriegen, wie auch die Göttin erschien sie als eine Muschel. So spricht das volkszüngige Bauerngeduschel. Vielleicht ist ja was Wahres dran. Oder es war Erfindung von einem Mann, der für Andreas Vater Restaurant Werbung machte und diesen erfolgreichen Werbegag erdachte, indem man in Landeck das Restaurant besuchen sollte, damit der wertgeschätzte Rubel auch schön rollte. Ich glaube jedoch an die erste Wahrheit, denn wer in seiner ganzen Lebenszeit Andrea einmal kennengelernt hat, der unterschreibt auf jedem Blatt, dass diese Frau etwas Besonderes ist und man dieses Treffen niemals misst. Beim Restaurant ihres Vaters namens Seestern lag es natürlich nicht besonders allzu fern, dass Andrea an den Tischen dort servierte und die Teller mit den Fischen auch verzierte. Sie blieb der Gastronomie treu und sie wäre schüchtern und scheu, wenn sie diesen Lebensweg nicht getroffen hätte, behauptet sie, wobei sie sogar darauf hinwette. Man möchte es kaum bis gar nicht glauben, ich möchte es mir sogar hier und jetzt erlauben, zu behaupten, dass sie eine der einnehmendsten Persönlichkeiten ist, die ich je getroffen habe und die man ihr Leben niemals mehr vergisst. Andrea hat nicht nur eine große Persönlichkeit, sondern auch Herz. Läge irgendwo jemand, ob Mensch oder Tier, mit großem Schmerz, dann kann man sich ganz sicher sein, Andrea ließe das Wesen nicht allein. Sie würde wahrscheinlich ihr ganzes Blut spenden, damit Tiere und Menschen nicht verändern. Sie war auch für ihre Brüder immer ein sicherer Halt. Stefan, Lukas lieben sie wie eine Heldengestalt. Auch für ihre Kinder Niki, Lilly und Emil hat Andrea immer nur eines als Ziel, dass es ihnen stets gut ergeht. Auch wenn es im Personalausweis steht, dass sie sehr animalisch sind, ist ein jeder von ihnen ihr Kind. Weil die Brüder nicht genug waren, suchte Andrea sich vor 15 Jahren einen feschen und jungen Mann. Horst war von ihr auch sehr angetan, bis heute passt sie auch auf ihn auf. Da nehmen die Männer auch in Kauf, mit ihr als Fahrerin im Auto zu sitzen und das Testament in das Leder zu ritzen. Wenn man Andrea zum allerersten Mal trifft und mit ihr ein duales Gespräch durchschifft, überkommt einem ein wenig das Bedauern, man möchte am liebsten den Jahren nach trauern, dass man sie nicht früher im Leben angetroffen hat, denn vor ihrem ehrlichen Lächeln wird man nie satt. Ich würde jetzt gern Anekdoten von Andrea vortragen, doch das Ergebnis meiner Recherchen der letzten Tage haben mir nur eines ganz klar gezeigt, dass es den Gedichtrahmen übersteigt, denn alle Geschichten sind so einmalig und besonders wie sie, und würde ich andere hervorheben, wäre es nur schiere Blasphemie. Jedoch von einer Sache kann ich berichten. Und werde es sogleich auch hierher dichten. Egal welche Person von Erlebnissen mit Andrea sinnierte, erschien ein Gesichtsausdruck, der sie allesamt zierte. Es war ein Lächeln aus tiefstem Herzen heraus, und rein dafür gebührt ihr ein intensiver Applaus. Ist es nicht genau das, was einen besonderen Menschen ausmacht, dass ein Gedanke an diese Person dazu führt, dass das Herz lacht? Sogar wenn ihr einmal ein Fehler passiert, wo manch anderer schon mal die Fassung verliert, bleibt sie frohen Gemüts und ist nicht gleich frustriert und sie sogleich sich daran macht und den Fehler korrigiert. Was kann ich noch vortragen? Ich höre jetzt schon die Klagen von Leuten, die Andrea um einiges besser kennen. Ich möchte sie nicht alle hier bei Namen nennen, dass dieses Gedicht gar nicht ihrer würdig sei. Ich stimme auch zu dem ganzen Klagegeschrei. Würde ich in dem Gedicht über alles berichten, von ihrem Humor, Geschmäcker und so weiter dichten, dann würde dieses Gedicht ja niemals mehr ein Ende finden. Doch eines muss ich noch sagen vor meinem Verschwinden, kein Gedicht wäre jemals ihrer zur Gänze wert. Denn eines wurde mir von allen Menschen gelehrt, wer auch immer über Andrea und ihre Daten erzählte, kein Wort, egal wie sehr man es aus dem Lexikon wählte, kann Andrea besser beschreiben, wie sie ist, als das, was einem beim Fragen entgegengrüßt. Es ist das Lächeln, das sie in jedem Gesicht malt, es ist das Leuchten, das in allen Augen strahlt, es ist die Güte, das sie aus jeder Person hervorhebt. Es ist das Unerwartete, das man mit ihr erlebt. Es ist ihr Humor, der einen immer zum Lachen bringt. Es ist ihr Charakter, der einem in das Herz eindringt. Das alles ist der Grund, warum man sie liebt, und deshalb sind wir froh, dass es dich gibt.
um es im Namen aller zu sagen, die im Laufe ihrer Lebenstagen die Freude hatten, dich einmal getroffen zu haben. Wir danken dir alle für deine dargebrachten Gaben, für alle Freude und Gute, das du symbolisierst, auf die Hoffnung hin, dass sie niemals verlierst. Danke, dass du so bist, wie du bist und weiterhin die Fahne des Guten hisst.